Nach Putschversuch vom Wochenende. Putin und Prigozhin brechen ihr Schweigen. Auch in Afrika ist Wagner für Moskau aktiv. Es geht um Einfluss, Rohstoffe und jetzt ein Machtvakuum, das der Aufstand hinterlässt. Die harte Realität des Krieges. Ukrainische Armee veröffentlicht Helmkameraaufnahmen von Grabenkämpfen bei Bachmut. Nach dem AfD-Wahlsieg im thüringischen Sonneberg sind die Meinungen im Landkreis sehr geteilt. Nach dem Putschversuch vom Wochenende haben sich sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigozhin öffentlich zu Wort gemeldet. Bei beiden waren es zuvor aufgezeichnete Stellungnahmen. In seiner 5-minütigen Ansprache an die Nation betonte Putin, dass Russland durch das Gefühl der Einheit gerettet worden sei. Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность. И патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Putin verurteilte die Meuterei aufs Schärfste. Söldner der Wagner-Truppe, die auf Moskau marschiert waren, stellte er vor die Wahl, entweder für Russland zu kämpfen oder nach Belarus zu gehen. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Putins Fernsehansprache erfolgte nur wenige Stunden nach Prigozhins Stellungnahme. Eine 11-minütige Audioaufnahme, in der er erklärte, er habe nicht die Absicht gehabt, Blut zu vergießen oder den russischen Präsidenten zu stürzen. In нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор – это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Putin macht westliche Einmischung für den Putsch verantwortlich, doch US-Präsident Joe Biden wies jegliche Beteiligung der USA oder der NATO zurück und sagte, dies sei Teil eines Kampfes innerhalb des russischen Systems gewesen. Was mit den Wagner-Söldnern nach dem abgebrochenen Marsch auf Moskau passieren wird, ist unklar. Laut dem russischen Außenminister Sergei Lavrov leistet die Truppe gute Arbeit. Auch in Afrika ist Wagner aktiv und wichtig für Moskau. Es geht um Einfluss und Rohstoffe und neu zu sortierende Beziehungen. Zusätzlich zu den Beziehungen zu dieser privaten Militärfirma haben die Regierungen der Zentralafrikanischen Republik und Malis offizielle Kontakte zu uns. Auf ihre Bitte hin sind mehrere hundert Soldaten dort als Ausbilder tätig. Diese Arbeit wird fortgesetzt, so der russische Außenminister. Viele afrikanische Länder haben in den letzten Jahren die Dienste von Wagner in Anspruch genommen, zum beiderseitigen Vorteil. Russische Firmen halten im Gegenzug Anteile an Gold- und Diamantenminen, die gemeinsam mit den meist korrupten Regierungen ausgebeutet werden. Wagner ist zentrales Element der Afrika-Strategie Russlands. Die Wagner-Gruppe war ideal für den Kreml, um in instabilen Ländern mit reichen Rohstoffvorkommen unter dem Radar zu agieren. Dort, wo sich Moskau militärisch nicht offiziell engagieren konnte, tat es Prigozhin. Unklar ist, ob es nach der angebotenen Eingliederung der Wagner-Söldner in die russische Armee eine Art Auslands-Wagner-Truppe geben könnte, um das bisherige Beziehungsgeflecht stabil zu halten. Sowohl Moskau als auch diverse afrikanische Regierungen haben jetzt ein Problem. Dramatische Bilder direkt von den Grabenkämpfen bei Bachmut. Die 3. Brigade der ukrainischen Armee hat diese Aufnahmen veröffentlicht. Sie sollen einen Angriff der ukrainischen Armee auf eine russische Einheit zeigen. Kiew sagt, es habe in den letzten Tagen Vorstöße bei Bachmut gegeben. Man komme allerdings nur langsam voran.
Das hat Moskau nicht bestätigt. Vielmehr hätten die russischen Soldaten den ukrainischen Streitkräften schwere Verluste zugefügt. Bei einem Truppenbesuch in der Region Donetsk hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Medaillen an Soldaten verteilt als Zeichen der Anerkennung. Offenbar will er gerade jetzt Präsenz an der Front zeigen. Zuvor gab es unbestätigte Berichte, die ukrainischen Truppen hätten den Fluss Dnipro überquert und Gebiete am linken Ufer in der Region Cherson zurückerobert. Auf dem Rückweg hat Zelensky Selfies mit Anwohnern gemacht. Unterdessen meldete Moskau, dass russische Kampfjets ein Aufklärungsflugzeug der britischen Royal Air Force sowie zwei Taifun-Kampfflugzeuge abgefangen hätten, als diese über dem Schwarzen Meer in den russischen Luftraum eingedrungen seien. Sie sollen aus dem Gebiet eskortiert worden sein. Nach dem Sieg des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann bei der Landratswahl in Sonneberg fühlt sich Thüringens rechtsextremer Fraktionschef Björn Höcke zusammen mit AfD-Parteichef Tino Chrupalla im Aufwind. In den deutschlandweiten Umfragen liegt die rechtspopulistische AfD deutlich hinter der CDU-CSU, gleichauf mit der SPD bei etwa 20%. Im Landkreis Sonneberg sind die Meinungen geteilt. Es muss sich was ändern. Wir bezahlen für alle. Wir bezahlen für die Ukraine. Es kommen die Ausländer rein. Wir bezahlen für alle und alles. Und für unsere Leute ist kein Geld da. Also ich bin erschüttert. Weil eine Rechtspartei kann man nicht wählen. Aufgrund der ganzen geschichtlichen Situation, die wir ja schon durch hatten. Wir sind entsetzt und traurig. Und das ganze Klima ist irgendwie jetzt so vergiftet. Und ich frage mich, wie das jetzt weitergehen soll. Also ich finde es gut, dass endlich mal was Gescheites an der, wie sagt man, Macht ist oder wie immer das mal ausdrücken will. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Ich kann mich nicht beschweren. Ich weiß gar nicht, wie viel er bewegen kann, weil er kann das Heizungsgesetz nicht verändern, er kann die Flüchtlingszahlen nicht verändern. Also an welcher Stelle er ansetzt, um was zu bewegen, das muss er sich wahrscheinlich noch überlegen. 7 Monate nach den tödlichen Schüssen in einem bei Schwulen, Lesben und der Transgemeinschaft populären Nachtclub im US-Bundesstaat Colorado hat sich die verdächtige Person schuldig bekannt. Im Gerichtssaal in Colorado Springs bekannte sich A. in 5 Fällen des Mordes und in 46 Fällen des versuchten Mordes schuldig. Nun muss die Person lebenslang in Haft. A identifiziert sich nach Angaben der Verteidigung als nicht binär, also weder als eindeutig männlich noch weiblich. Die Motive für den Angriff sind noch unklar. Spanien und Portugal erleben einen vorläufigen Höhepunkt der ersten Hitzewellen dieses Sommers. In Sevilla haben die Thermometer, wie in halb Spanien, die 40-Grad-Marke überschritten oder sind ihr recht nahe gekommen. Die Hitze macht das tägliche Leben fast unerträglich. Vorbeugende Maßnahmen sind angesagt. Mucha calor, muy agobiado. Y la verdad que el cuerpo no tiene mucho ánimo de pasar esta calor que estamos pasando. Recibí hace 3 años tuve 4 insolación que me dio. Golpes de calor en el que pierdes conocimiento y a día de hoy tengo bastante precaución. Yo precaución que es que le tengo miedo. Selbst in den Strandgebieten ist die Hitze erdrückend. Nicht jeder kann zwischendurch mal baden gehen. In zahlreichen Regionen gelten die Alarmstufen rot, orange oder gelb. Cada año va a hacer más calor y va a ser imposible estar en la calle, va a ser imposible todo. Das vergangene Jahr war das heißeste Jahr in der Geschichte Spaniens und es ist bereits die 4. Hitzewelle diesen Sommer. In Spanien haben sich die Hitzewellen im Juni in den vergangenen Jahren gehäuft. Und auch Portugal leidet bereits das 4. Mal und der Sommer hat gerade erst begonnen. Soy Candela, soy vecina del barrio de la calle Áncora y estoy aquí porque quieren talar los árboles de la calle por unas obras de 1 metro. Son 68 árboles de la calle Áncora, todos ellos, la mayor parte de ellos sanos, de gran altura, de casi 4 o 5 pisos de altura, de grosor importante, más todos los árboles que vemos aquí del Jardín de Palestina. Solo aquí en el entorno de la calle Áncora se talarán 1 centenar de árboles, pero el proyecto de la línea 11 contempla la tala de más de 1000 árboles. Los vecinos
reclaman alternativas. Estamos a favor de que este metro exista, pero no así, no queremos que talen los árboles. La mayor parte de las ciudades europeas van elaborando y haciendo un desarrollo de sociedad sostenible. Sin embargo, aquí vamos en dirección contraria. Esta es la ubicación original de la estación. De repente, de un mes a otro, los vecinos recibieron una carta en donde les pedían disculpas porque la obra se iba a hacer aquí y vieron que se vallaba aquí. Habían trasladado sin contar con los vecinos y sin hacer ninguna evaluación ambiental la estación en medio de esta arboleda histórica. Esto es España, esto no es un país escandinavo. Aquí en junio no se puede estar a pleno sol a las 11 de la mañana ya. No sabemos si han tenido en cuenta los costes que supone para la gente perder la única superficie con esta sombra en todo Madrid Río. La Comunidad de Madrid se ha comprometido a parar el proyecto y estudiar nuevas alternativas para minimizar el impacto, pero los vecinos de Arganzuela se mantienen alerta. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Im rumänischen Sibiu findet zurzeit das internationale Theaterfestival statt. Es ist bereits die 30. Ausgabe des Massenevents. 10 Tage lang verwandelt sich Sibiu, auch als Hermannstadt bekannt, in eine einzige Bühne mit über 800 Tanz- und Theatervorstellungen sowie Performances und sonstigen bunten Darbietungen. Etwa 5000 KünstlerInnen aus 75 Ländern nehmen daran teil. Das Motto des diesjährigen Festivals ist Wunder.